Moinsen Leute, bei einem weiteren Part von Corny geht mir auf die Nerven in Worms 2 Total War mit Colchis. Und ja Leute, man sieht es heute mal mit Sondereinblendungen oben rechts in der Ecke. Und man sieht natürlich, wir sind beim letzten Part aber stehen geblieben, dass wir die schönen, wie hießen sie denn noch gleich, Namneten, besiegt haben in ihrer Hauptstadt. Diese haben wir jetzt auch eingenommen und bereiten uns auf weitere oben vor. Ja Leute, heute mit Spezialgast Cornelius Drack. Er soll mal sterben gehen. Nein, ich habe Lanzinweiß verloren. Aber ist auch egal. Wir werden jetzt uns hier weiter vorbereiten. Wir haben hier erstmal alles geschafft. Oh, wir konnten sogar neue Männer direkt rekrutieren. Aber nichts Besonderes. Also lassen wir es. Gucken wir mal, was wir jetzt Schönes an Erfahrung dazu bekommen haben. Wir können den Speerschaden erhöhen. Die Fähigkeiten, Hauseigenschaften. Was können wir machen? Nahkampfangriff von Nahkampf bei der Rekrutierung. Nach Rekrutierung bringt mir nichts. Nein, weg damit. Oh, ist zu spät. Okay. Ansonsten müssen wir noch gucken, wo haben wir jetzt noch Gegner? Stimmt, hier hinten. Habe ich ja ganz vergessen. Okay. Wie sieht es hier drüben aus? Bei den Galatern. Gut. Da bauen wir Befestigung auf. Gut. Und ansonsten wollen wir noch ein bisschen Politik betreiben. Denn wir wollten uns ja noch darum kümmern, dass wir mit den... Hä? Oh, dass ich mit den Chimären ein militärisches Bündnis mache, was aus irgendeinem Grund nicht mehr geht. So. 50.000. Würdest du es machen? Was? Warum bin ich nur normal vertrauenswürdig? Ah ja, weil ich ja mit Ägypten den Pakt ge gebrochen habe. Ich erinnere mich. Oh, diese Galater mögen mich nicht so sehr. Diese eine Stadt dazwischen. Oh ja. Warte, was ist denn mit de der Germanischen Konföderation? Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben Besseres verdient. Ah, sei leise oder ich bring dich um. Wie wär's das denn mit deinem besser verdient? Oh, die Atrebaten sind auch hier, merke ich gerade. Und Bodoges kann sich kaum wehren. Nee, das ist die gleiche Garnison wie letztes Mal. Ich habe noch nicht mal Bürgerkraft. Ich habe nicht mal Bürgerkraft. Ah, die Armee ist auch noch viel stärker. Nein! So, zack. Oh, da oben ist die Germanische Konföderation. Okay, wir brauchen einen kompetenten General. Moral. Zack, zack. Sofort Männer rekrutieren. Eigentlich wäre es sogar das Beste, wenn wir erstmal ein paar Lanzenipais haben. So. Darum kümmern wir uns doch mal direkt. Und Söldner. Du musst diese eine Runde jetzt gegen die noch überleben. So, ansonsten als Cowardice. Oh, die Garnison ist nicht stark. Oh, ich weiß nicht, was da kommt. Okay, aber du wirst diese Stadt mal verteidigen. Eigentlich hätte ich den hier reinstecken sollen. Der da oben jetzt aus Kaulis ist, weil der würde das mit dieser Armee jetzt schaffen, aber ist jetzt egal. Ist zu spät. Wir haben alles getan, was wir tarnen konnten. Alles klar. Wir haben alles getan, was wir tarnen konnten. Okay. Gut, und ich sollte jetzt mal aufhören, Geld auszugeben. Ich muss langsam mein Geld sparen. Denn ich brauche ja noch etwas für meinen militärischen Sieg hier. Gut. Ja, Leute, wir können jetzt erstmal nichts machen. Unsere Armee ist nicht weit bewegen. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir Tully vor Doren nächste Runde erobern. Na, wir haben ihr Level geschafft. Da, bei unserer Agentin. Stimmt, die hat die letzte Runde noch vergiftet. Geben wir einfach die Verbesserung der verdeckten Klinge noch weiter und dann haben wir es. Oh ja, die Atrebaten, die machen jetzt nochmal richtig Stress hier. Und wie ich sehe, wollen die Römer die Nervia jetzt ganz töten. Ja, ist nicht mein Problem. Ich habe sie unterjocht. Sie geben mir Geld pro Runde. Wenn ihr sie tötet, meinetwegen. Mit den Römern habe ich keinen Streit, die haben mir schon gut weitergeholfen. Habe ich jetzt keine Probleme mit eigentlich. Da marschieren auf jeden Fall die Männer weiter. Na, was machen die Chimera da? Warum kann ich denen kein militärisches Bündnis mehr anbieten? Ich konnte es nur ganz kurz mal machen, da habe ich ja ein defensives bekommen. Das ist komisch mit den Chimera, dass man denen das manchmal nicht anbieten kann. Ganz schön komisch. Na, die auf jeden Fall würden die Galater nie mit mir ein Bündnis machen. Egal, 50.000 Denare. Und es ist ihnen egal. Solange du keine Stadt jetzt angreifst, ja okay, das war's für dich. Du hättest eine Stadt angreifen sollen. Ihr dummen Atrebaten hättet nur überleben können, indem ihr jetzt noch eine Stadt erobert und immer so weiterzieht. Schon als Nomadenvolk. Das war eure einzige Chance, noch was zu reißen. Es tut mir leid für euch. Aber... Ihr habt leider einen großen Fehler begangen. Dieser Fehler lag leider darin, keine Stadt zu erobern, wie ich bereits schon gesagt. Denn ich würde jetzt einfach diese Stadt erobern, die sie haben. Und dann war's das mit denen.
Okay, wo laufen die denn lang? Ja, ist mir egal, der Einfluss interessiert mich nicht mehr. Wie viel Korruption habe ich eigentlich mittlerweile? Wäre interessant zu wissen. Ha. 52%, das geht. So, da du noch im Fullstack bist, werde ich dich einfach aus Prinzip mal hier rüber kutschieren. Falls ich dich irgendwie noch brauche. Und du wirst die Stadt bewachen, die jetzt versucht zurückzuerobern. So. Du rückst mal weiter nach vorne. Mit deiner anderen Begleitarmee. Ah, ich sehe gerade hier, da hast du nicht volle Mannanzahlen, aber richtig gute Einheit, um das auszugleichen, habe ich nicht. Wo willst du eigentlich hin? Nach Treverorum oder was? Ne, diese Stadt, Obuz ist doch, die hat auch eine relativ starke Garnison, aber die Armee wird das locker besiegen, das ist auch die Armee, die Stadt eingenommen hat. So, super, ich komme jetzt nächste Runde an, das finde ich gar nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Diese Armee wird auch nicht so runde ankommen, ich könnte mir maximal 4 angreifen. Ja komm, 3 reichen. Oder ne, machen wir einen Massenangriff. Diese Armee, hier ist noch keine Garnison. Ich werde mir diese Armee, ach, diese Stadt jetzt nicht nehmen lassen. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund noch irgendwo eine Flotte vorbeikommt, diese Stadt erobert, weil ich keine Garnison drin habe, will ich mich nicht unnötig aufregen. Das Geld haben wir ja. Das wollen wir ja gar nicht bestreiten hier. So. Ja, jetzt kannst du nichts mehr machen, ne? Du hast gerade schön versammelt. Aber jetzt sind die Männer rekrutiert worden. Oh, ich würde verlieren. Na komm, machen wir einfach so. Und das nur wegen einer Befestigung. Eigentlich hätte ich selber führen sollen, weil ich ja... Ja, ich habe Kriegsgeräte. Dann wäre eine Befestigung gar keine gute Sache für ihn. So, dann holen wir uns ein paar Söldner. Und setzen den Finisher. Ich brauche die Armee hier unten sowieso nicht. Also spielt das sowieso keine Rolle, wie viele da jetzt sterben. Zack. Gegenteil, ich krieg sogar jetzt wieder mehr Geld. Ich kann die Armee auch einfach auflösen. Jo, ist sowieso alles Wichtige tot. Auf Wiedersehen. Zack. Du hast aber noch eine wichtige Rolle. Nochmal davon ein paar. Und nochmal 3 Belagerungsgeräte. Dann haben wir es bei dir eigentlich. Gut, dann gucken wir mal, ob wir doch den Chimera wieder das Bündnis anbieten können. Das ist der wichtigste Partner, wenn es um Bündnis geht. Aber warum geht das nicht? Und alle Götter unser Treffen mit einem Lächeln bedenken, damit wir alle profitieren. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Wollen die Gallier jetzt eigentlich mal Frieden haben? Ich habe jetzt gar keinen Bock, da Männer runterzuschicken. Wobei die da unten ist... Ne, meine Städte sind weit entfernt von denen, deswegen habe ich da keine Probleme gehabt bis jetzt. Die haben immer noch nur ihre Anfangsstadt und sonst gar nichts. Streiten sich noch ein bisschen mit den Ägyptern und das war's. Dann sind da noch die Toletaner. Oh. Ja, meine Felgen. Ah. Wenn ihr um alle schade. Wollt, sprecht mit meinem Majordom. So, kommt. Dann sind es nur noch bei mir, ja, die Gallier, die Atrebaten und die Namneten. Dann habe ich gar keinen mehr Krieg. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie groß diese Leiste da war. Mit wem ich da alles Krieg hatte. Das ist kaum zu glauben. So. Ich habe mich, glaube ich, schon hier als gute Weltmacht gezeigt. Wobei, Rodos wird mir helfen. Das heißt, wenn ich hier eine kleine Armee reintue, dann klappt die Stadtverteidigung eigentlich schon. So, dann noch ein paar mal Moralbrecher. Einfach alles kommen und dann auch alle verbessern. Das ist sogar eine kompetente Armee. Mit der Armee würde man auch normal Städte erobern können. Wenn man noch mit an der Anfangszeit der Barbaren ist. Und da er auch nur Freiherrbanner hat, befindet seine Armee sich vor der Technologie hier auch noch am Anfang der Kampagne. Rein von der Technologie her. Die er benutzt, um seine Männer hier zu rekrutieren. Denn Freiherrbanner kann man ja seit der ersten Runde rekrutieren. Die sind einfach nur schwach. Einfach keine starken Kämpfer. Es ist leider schade, aber was will man dagegen machen? Na super. Rhodos will sich, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Gallier gönnen, sowohl auch Ägypten. Ich muss gucken, wie das jetzt aussieht mit Galatien und Ägypten. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wer da gerade gewinnt mit dem Krieg. Aber ich glaube, die haben sich noch keine Städte gegenseitig abgenommen. Da verstehe ich da nicht, warum sie Krieg haben. Aber es sind halt die Galater, es sind dumme Kelter. Diese keltischen Barbaren da, was will man mit denen anfangen? Die hätten nie im Bündnis drin sein sollen, aber so ist das nun mal. Da kann man sich relativ schlecht für eine Sache entscheiden, ne? So ist das nun mal passiert. Man versteht bis heute nicht, was Pergamon macht, seitdem wir die östlichen Fraktionen besiegt haben. Die haben seitdem kaum etwas gemacht. 1, 2 Städte erobert. Okay, gegen Makedonien haben sie ordentlich mitgeholfen. Aber sonst, nee.
Na kommt. Gut, dass ich... Ah, Rod, das hilft mir nicht mehr, aber kommt, Leute, seht euch diese Armee mal an. Oder guckt euch diese Armee mal an. Da hat er keine Chance. Zack, auf Wiedersehen. Und deine letzte Stadt wird jetzt auch erobert. Na gut, eine Armee kannst du zurückschlagen. Ich würde sogar gewinnen laut Computer. Ja gut, dann mache ich das auch. Sonst zieht er sich wieder in die Stadt zurück. Wenn ich mich auch zurückziehe. Zack. Steh wieder auf. Boah, wie lange der dafür braucht, hör mal. Zack. Hier gibt es nichts mehr groß an Schlachten zu führen. Ah, das ist langweiliger Mist hier. Wir wollen ordentlich mal hier sehen, wie ich was erober. Oh, dann ist wieder eine Hafenblockade. Ich handle nicht mal mit der Stadt. Was will der da überhaupt? Der kann nur das Einkommen der... wie heißt es nochmal? Des Gebäudes an sich ruinieren, was in der Stadt ist. Und das ist nur das Gebäude der ersten Stufe. Es gibt 40. 40 Denare blockiert er gerade. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr stolz auf dich. Das hast du fein gemacht. So. Und jetzt geht's auf zur Stadt. Im tiefsten Winter, wo ich ungern angreife. Wow. Die erste Armee schafft das ja schon. Ja gut. Ich hätte nur zwei Armeen gebraucht, um die jetzt hier zu besiegen. Und dabei habe ich vier anrücken lassen. Und da haben die Römer nochmal zwei geholt. Und da haben die Pergamon nochmal eine geholt. Aber meine komplette Stadt ist wieder auf null. Meine arme kleine Stadt. So. Die beiden Armeen sind dann auch weg. Wollen wir hoffen, dass die andere jetzt weg ist. Ich sehe die gar nicht, die hier jetzt auf der anderen Seite des Flusses ist. Ja, sie ist weg. Zack. Die Armee da unten ist jetzt auch mal weg. Guck, wir können sogar noch mehr Söldner holen. Das sieh mal einer an. Also wie krass man hier bei den Germanen mit Söldnern arbeiten kann. Bei den östlichen Fraktionen war das nicht so einfach. Da hat man einfach nur ein paar Kavalleristen bekommen. Die haben einem nicht immer geholfen. Da braucht man immer noch ein paar Fußtruppen. Zack, Armee auflösen. Warum ist die... Ah ja, ich habe hier eine Stadt erobert, deswegen ist die Beliebtheit so schlecht. Gut, die Attributen sind doch jetzt vernichtet, oder... Habe ich was verpasst? Ah ne, die haben wir noch hier drüben, eine Armee, oder? Nee. Die Armee ist auch zerschlagen. Warum haben die Attributen jetzt noch was? So. Ah, da oben eine Flotte, wow. So, wo ist sie? Da. Ja gut, da kann ich halt nichts gegen machen, ne? Meine Flotten sind halt unten in Afrika. Hörst du die weg? Habe ich gar nicht hingeguckt. Spielt es auch keine Rolle. Ich will endlich dieses dumme Bündnis mit den Chimären haben. Kommt her, ich will das Bündnis. Seid gegrüßt, geehrter Gast. Gebt mir das Bündnis. Die Ohren und der Mund meines Volkes. So, kann ich jetzt endlich mal mit allen Frieden haben, damit ich endlich mal diese dummen Ziele dieser Kampagne erfüllen kann. Willkommen. Was willst du haben, Geld? Mach schon, vergeudet keine Zeit, die besser mit Jagen verbracht wäre. Was? Ja, okay, er will es einfach nicht. Was will man dagegen machen? Willkommen. Ah, da kann man auch vergessen. Aber guck mal, das wird schon hier unten wieder besser. Die haben eingesehen, was für Fehler sie gemacht haben. Gut, aber ich würde mal gerne überall auf Militärisches... Kann ich das nicht so machen? Warte, kann ich das generell nicht machen? Ich heiße euch willkommen. Doch, bei denen könnte ich auf Militärisches umspringen. Warum geht das manchmal nicht? Liegt das daran, dass wir nicht mit den gleichen Leuten Krieg haben? Dass ich mit jemandem, dass ich jemanden als Vasall habe, mit dem er im Krieg ist? Bei den Chimären, das wären ja dann die Nervier. Muss ich die einfach nur töten, damit das klappt? Oh, die haben sich wieder Vollstack aufgebaut. Na gut, wir können auch gern nochmal hochgehen und die töten. Das wäre eigentlich kein Problem. Ist jetzt ein bisschen... Ja, ist mir egal, ob ihr müde seid. Eigentlich ist das die perfekte Beschreibung dafür, dass es mir egal ist, dass wir gerade Winter haben. Hier ist noch meine Armee. Komm, marschier mal nach dem Metall kommen. Kannst du eigentlich direkt wieder von deinen Verlusten auch, die du gerade durch den Verschleiß erlitten hast. Naja, so viel mehr verdiene ich dadurch nicht. Naja, es ist einfach so, dass mein, ja, wie soll man sagen, wie nennt man das nochmal? Ja, der Korruptionswert ist einfach mittlerweile zu hoch. Mit 54% ist das echt schon ein krasser Satz. Meine Forschung läuft hier immer noch.
dauert noch ein bisschen länger, aber dann haben wir am Ende auch plus 7 Nahrung hier und haben endlich mal mehr Wohlstand durch, ja, durch Landwirtschaft. Aber keine Sorge, Leute. Bald ist das LP vorbei. Da kommt ein neues in der Augustus-Kampagne. Denn man sieht ja, ich habe nichts mehr zu tun. Es ist viel zu einfach. Selbst wenn ich könnte alle Städte da oben in Germania verlieren. Und trotzdem wäre ich nicht zurückgeschlagen. Ich könnte von Rom und Griechenland aus direkt wieder eine Eroberungskampagne starten. Nein. Und das ist einfach der Punkt. Ich war eigentlich schon nicht mehr zu besiegen, als ich rübergefahren bin, um Makedonien zu töten. Und als ich die Makedonen weg hatte und dann halt Italien erobert habe, gab es gar keine Probleme mehr. Meine Kriegsbasis war in Gebieten, die so weit weg sind von meinen Haupt... ja, Provinzen, dass das einfach keine Rolle mehr gespielt hat. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Hey, du willst unbedingt Geld haben, ne? Wir wollen nicht das Sklaven, so. Das die Geister haben... ja gut, daneben nicht. Du würdest auch den echt Angriffspakt. Ich hätte dir sogar Geld gegeben am Ende. Aber so ist das dann halt. Und so wäscht er auch. Haha. Ey, Gemera, könnt ihr mir sagen, gegen wen ihr da gerade marschiert? Ich sehe da hinten keine Gegner, um ehrlich zu sein. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich sehe da niemanden, gegen den ihr kämpfen könntet. Hä? Ich habe Rebellen? Habe ich nicht auf... ich habe doch auf meine öffentliche Ordnung geachtet. Die war doch in jeder Provinz stabil. Nach all den Runden soll endlich meine Rebellenarmee entstanden sein. Was war das denn für wert? Minus 1? In 100 Runden dann? Ja, meinetwegen. Angst ist euer Los. Jetzt kommen die Raben. Kriegslüster. Okay, und wo greifst du ein? Ha, in der Stadt, wo ich Männer rekrutiert habe. Komm, lass es einfach. Da habe ich sowas von keine Lust drauf. Na, komm schon. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dich gerade mit der Weltmacht angelegt. Mit einer Stadt. Hättest du noch ein paar andere Leute angegriffen und dir ein paar Städte zu ergaunern, bis du überhaupt eine Basis hast, um mit mir Krieg zu führen, dann hätte ich das irgendwie verstanden. Dann wäre es ja noch ein halbwegs akzeptabler Gegner gewesen, aber so. Ich sehe keinen Grund, warum ich dir nicht jetzt ordentlich aufs Maul geben sollte. In der Zeit, wo alle Leute mit mir Frieden suchen, weil es keinen Sinn mehr hat, mit mir Krieg zu machen, da fängst du Krieg an. Da fängst du ja einfach Krieg an, mit deinen Männern da. So, nochmal ein paar Söldner. Zack, Waffen verbessern. Ich kann mal die Hügelmänner da wegmachen, den einen Trupp. Kann ich mir nämlich stärkere Söldner holen. Zack. Zack. Moral bei Kavallerie, schadet nie. Und weg mit der Armee. So, und jetzt erklärst du mir mal wirklich, warum du mich angegriffen hast. Das war eine ganze Armee der Germanischen Konföderation. Und auf Wiedersehen. Tada! So, dann verbessern wir nochmal die Waffen hier und auf zu seiner... boah, die ist ja da unten, die Stadt von dem. Na gut, dann rekrutieren wir wirklich mal neue Armee. Ist mir jetzt egal, was. Warte, erstmal die Stadt. Du kannst dich ja gerade noch in die Stadt bewegen. Ist ja immer so, im neuen General hat, so. Nein. Hopplitz. So, und nochmal ein paar Söldner hier holen. Dann marschieren die gleich mit zu seiner Stadt. Ich müsste ihn wirklich töten, um das zu beenden beim Nervia. Gut, nächste Runde werde ich dich eliminieren. Ich bewege alle Armeen dahin. Du kümmerst dich mal lieber hier um die öffentliche Ordnung. So, und du vernichtest mal die Atrebaten. Ja, bitte, bitte, bitte haut nicht... oh, wie weit die abhauen. Schaffe ich es noch? Ja, und auf Wiedersehen. Atrebaten sind vernichtet. Wenn ich jetzt noch die Nervia mache, dann habe ich nur noch die Galdia als Gegner. Das ist ein... das ist ein 6-Mann-Schiff hier. Das wäre sowieso ein Verschleiß gestorben in der Runde. Wow. So, weg mit denen. Da kann man die Schiffe auch wieder auflösen. Da oben ist ja jetzt eine kleine... ah, ich muss ja das Schiff auch noch wegmachen, wenn ich... oh. Das Schiff muss ja auch noch drauf gehen, wenn ich hier gewinnen will. Bei der Kampagne. Das heißt, ich muss das gleich auch noch jagen. So, zack, und nächste Runde gehst du dahin. Was sind das denn hier? Persische Söldnerbogenschützen? Waren das gerade... achso, das sind von meinem Volk. Ich dachte gerade schon. Wäre ein bisschen untypisch. Ja, wir warten hier nochmal eine Runde. Dann kriegt er nochmal ein paar Männer dazu. Wobei, du könntest derjenige sein, der die Stadt erobert. Schaffst du das? Ja, das schaffst du.
Müsst du die Stadt erobern. Die beiden starken Armeen werden gegen seine Armeen kämpfen. Ansonsten habe ich ja nicht mehr viel zu tun. So, warte, die Rebellen da unten. Wie kam es nur so weit, dass ich Rebellen habe? Oh, ich kann nur eine Flotte aufstellen. Ihr könnt jetzt wirklich eine riesen Revolte da unten starten. Gut, der Wedge wohl die Armee hier auflösen müssen, die hier nichts zu tun hat. Wie viel Unterhalt kostet die? Krieg gerade 14.000. Oh! 2.000 hier. Ist nicht mal viel für das, was die Armee kann. So, Armee aufstellen. Ah, ich hätte ein Vermächtnis machen können, aber egal. Oh, ein paar Hoplets. Ich kann nur 4 Hoplets machen, das finde ich schade. So, zack, zack. Nochmal ein paar schöne Petasten, dann kapanische Kavallerie. Ach du Scheiße, und jetzt noch Upgrades. Das ist eine Elite-Armee, das ist eine absolute Elite-Armee. Wobei kann ich nicht direkt angreifen, der steht ja neben meiner Stadt. Ah, haut ab. Weil ich mir nichts. Okay, dann nochmal Hoplets und allein die Armee würde den gleich komplett zum Frühstück nehmen. Aber es hat ihren Preis, jetzt habe ich nur noch 20.000. Dann werde ich gleich extra mit den Nervi einen Krieg machen, damit ich hier ein ordentliches Bündnis machen kann. Hey, ihr solltet euch doch gar nicht bewegen. Hä? Warum haben die das denn jetzt gemacht? Das kann ich nicht nachvollziehen. Warum haben sie das getan? Nein. Als Ägypter ist mir Betten fremd, aber so, militärisches, geht das auch? Dankeschön. Dass man immer militärisches braucht, um die Bedingungen erfüllt zu haben, dass man diese Gebiete auch mitkontrolliert. Das finde ich komisch. Oh! Die Gallier treiben die Ägypter zurück. Ist ja ganz schön frech von denen. Ne, das sehe ich aber nicht gerne. Aber Ägypten kann sie auch nicht werden. Ich habe schon wieder vergessen nachzugucken, wie es bei dem Krieg aussieht mit denen. Nein, die hauen ab. Warum bist du weitergelaufen, du eine Armee? Du solltest doch stehen bleiben. Kleiner Frechdachs hier. Du solltest da... Ich dachte mir schon, dass der Nervier wegläuft. Deswegen sollte der einfach stehen bleiben. Ich muss den Nervier angreifen können, dann zieht er sich zurück und dann muss ich ihn nochmal angreifen können. Jetzt habe ich gar nicht mehr die Reichweite dafür. Na toll. Und wie soll ich das jetzt schaffen? Zum Glück hat Pergamon da unten Agenten gehabt, sonst hätte ich das gar nicht gesehen. Natürlich wird er mir das immer am Anfang eingeblendet, aber da achte ich gar nicht mehr drauf bei den ganzen Meldungen, die reinkommen. Das ist zu viel. Aber warum ist da unten jetzt eine Rebellion ausgebrochen? Ich habe schon seit gefühlt 100 Jahren keine Verwaltung mehr da unten betrieben. Das heißt, die Städte sollten eigentlich genauso geblieben sein, wie sie vorher waren. Natürlich gibt es mal einen schlechten Winter, wo dann die öffentliche Ordnung minus 5 runtergezogen wird, aber es ist dann eine Runde. Eine popelige Runde. Aber du kommst sowieso erst nächste Runde an. Na gut, dann stelle ich einfach daneben auf. Ich hoffe, die Stadt hat keine starke Garnison. Nee, der Standard. Gut, dann werden wir diese Runde noch nicht angreifen und rennen erstmal hinterher. Was sind da nochmal für Gebäude? Ja, eigentlich nur Wirtschaft und Wachstum. Aber da diese Stadt schon auf dem Maximalen ist, bringt das nicht mehr viel. So, und du rennst bitte dieser Flotte hinterher. So, hier drüben wollten wir rübergehen. Aber hier sind starke Armeen. Ein 20er-Stack, da nochmal ein 13er und ein 1er. Gut, die Armee ist voll, das heißt, die müsste weiter marschieren. Ich würde gerne die Hügelmänner auflösen, weil die kann man echt nicht gebrauchen. Vielleicht auch die Söldnerplänke der Kavallerie. Ist auf jeden Fall nicht schwach, aber muss nicht unbedingt sein. So, du kommst hier zur Verstärkung. Du wirst aber noch eine Runde hier rekrutieren. So, zack. Warte, noch Belagerungsgeräte brauche ich. Damit er auch im Notfall, wenn ich die Schlacht doch selber führen muss, auch auf mich zukommt. So, die Bräuche laufen hier lang. Ist doch schön. Du könntest mal mit hier rüberkommen, um ihn abzufangen. Das würde ich doch sehr bevorzugen, wenn du es tun willst. Und da hat ein Held ein Level geschafft. Da ist er, in dieser Armee. Wie hast du denn die Erfahrung in dieser Armee vorangetrieben? Oh, schon Silber teilweise, ist auch gut. So, wie sieht's hier aus? Die haben gar nichts verloren. Die haben nicht ein bisschen Krieg geführt. Oh, aber die Galater, Also Pergamon mag die Galater, aber die Galater mögen selber keinen. Die Galater sind nur ein bisschen mit den Chimären befreundet. Das heißt, die Galater sagen, alle sind scheiße außer die Chimären. Aber die Chimären, aber wenn man das aus anderen, wenn man über die Galater redet, dann sind sie gut dabei. Nur ich würde sagen, dass sie schlecht sind, aber die Galater lässt dann im Hintergrund überein. So ähnlich kann man das verstehen.
So, und wir machen bald ein schönes Bündnis. Oder gibt es aus irgendeinem Grund doch? Nee. Es sind nur die Nervia hier. Mit dem Boyke hast du keinen Krieg. So, dann beenden wir die Runde und machen das auch mal. Will hier endlich mal vorankommen. Kaum zu glauben, dass wir hier immer noch festsitzen. Weil wenn wir mit denen militärisches Bündnis haben, fehlen eigentlich nur die Galater für das Militärische. Oder? Warum soll ich einen Krieg mit Neu-Karthago machen? Nein. Ich möchte nicht. Ich möchte einfach nicht. Oh, da kommt eine Flotte. Aber es... Ja, die sind mit mir im Krieg, aber die können meinetwegen da unten Tingis angreifen. Da ist eine fette Flotte drin und eine fette Armee. Ich wage zu bezweifeln, dass er da eine Chance hat. Seine Flotte geht zur Stadt. Ah, er checkt, dass er seine Stadt verteidigen muss. Na gut, da werden wir jetzt fertig machen. Und ich weiß schon, wie ich es hinkriege, den zweimal zu bekommen. Sollte relativ einfach werden. Wenn mal hier diese ganzen Leute fertig sind. Ist ja kaum zu ertragen hier, wie sie sich alle bewegen. Oh, Tapetos, die erste Stadt, die ich erobert habe. Ich erinnere mich. Ach ja, das waren noch Zeiten, als wir mit östlichen Speerkämpfern eine Stadt erobert haben. Und nur 3 Hopliten ernannten hatten und uns total gefreut haben, was für eine Elite wir dabei haben. Ach ja. Das waren noch Zeiten hier. Wir fordern nur ein geringes. Mein Herz. Hä? Die geben mir Geld und dafür werden sie mein Vasall. Die sind nicht mal im Krieg mit mir. Ey, cool, ich habe noch einen Vasall. Cool. Die brauchen das Geld wohl wirklich, ne? Die wollten halt diese ca. 5000 Denare haben, um jetzt Krieg gegen Karthago führen zu können oder halt gegen Ägypten. Und bieten halt dafür an, jetzt für die nächsten Runden zu bezahlen. So. Na komm, jetzt wird Krieg erklärt. Zack. Manchmal, wer ist jetzt mit dem Krieg reingekommen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Sind die Bräuke jetzt reingekommen? Ach du Scheiße. Da hätte ich die Armee haben sollen, um die direkt wieder zu unterjochen. So. Du wirst der nächste Runde ganz vernichtet, aber die da oben können dann eh nichts Wichtiges machen. Du kümmerst dich dann um die Flotte. Waren das jetzt die Bräuke? Ja. Nein. Ich will keinen Riesenkrieg führen. Mit denen. Was machen die Skythen da? Ja, die laufen mit ihrer Kavallerie da lang. Okay, Pergamon, du hast deine Truppen in der Nähe von denen. Seid gegrüßt, geehrter Gast. Ich bin die Oh, dann kriegst du halt Geld. Athene schenkte euch die Weisheit, gut zu sprechen. Mir schenkte sie die Weisheit. Danke. Mein Volk wird sich... Entledige dich dieser, bitte. So. Ihr marschiert. Na, falsche Armee hier. Er kämpft nicht mit, das heißt, wir warten hier. Deine Armee ist nicht voll und wir haben hier keine Söldner mehr. Könnte eine spannende Schlacht werden. Auf jeden Fall. So, und wir haben jetzt hier ein paar Armeen, die kämpfen wollen. So. Erstmal soll er die Richtung abhauen. Oh ne, er kämpft. Okay. Unerwartet. Oder durfte er nicht abhauen, weil ich ihn so eingekreist habe? Normalerweise ist das nicht der Fall. Naja, das war's. Keiner ist entkommen. Nicht ein Mann. Die Armeen können wir jetzt auch auflösen. Ist mir gerade zu blöd hier. Ich will auch wieder mal ein bisschen Geld verdienen. Die Armeen sind in 3 Sekunden wieder rekrutiert. So. Da sind sie überall. Stimmt, da unten wollten wir noch die Rebellen fertig machen. Oh, wie süß. Sie haben italienische Arzinfanterie als Gen, noch ein bisschen italienische Kaff, italienische Schwerter, Speere, alles Mögliche. Und die Römer wollten euch sogar fertig machen, wie ironisch. Oh, aber das Model ist cool von denen. Das sieht echt so richtig italienisch aus. Das finde ich cool. Das ist cool. Okay, aber die kommen jetzt mal wieder weg. Der Unterteil von denen ist bestialisch. 4000, einfach mehr als eine normale Armee, die viel größer ist. Wobei, kann ich mit den Bräuken wieder Frieden machen? Das würde es deutlich einfacher machen. Er sucht die Wahrheit nicht mit Honig. Sprecht offen und ich werde ehrlich mit euch sein. Nee. Scheiße, jetzt oben in die Städte. Da habe ich gar keine Lust drauf. Oh, nee. Aber Leute, ich würde sagen, nach dieser Schlacht und dieser Überlegung, wie wir jetzt mit dem Bräuki fertig werden, beende ich diesen Part jetzt mal wieder. Ich hoffe natürlich, wie immer, er hat euch gefallen, nachdem wir diese Armee aufgelöst haben. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.